Und hier sind wir aber auf dem Stand von Ahorn Camp, zeigen wir mal einmal kurz. Und haben uns den Daniel geholt. Grüße dich. Hallo, hi. Servus. Wir schauen uns jetzt zusammen mit dem Daniel den 622 an, oder? Nee, Ahorn Van 622. Genau, richtig. Ja. Genau. Okay, den gibt es hier in der Variante. Also Ahorn Vans gibt es nur auf Renault. Also es ist nur in Anführungszeichen Renault. Also ist ausschließlich auf Renault, richtig, ja. So wollte ich das eigentlich genau sagen. Das ist hier ein Automatikgetriebe. Genau, ausgestellt haben wir jetzt hier unseren, ich nenne ihn jetzt mal Prototyp. Also das Auto kam wirklich frisch vor der Messe aus der Produktion und wird jetzt hier zum ersten Mal zur Schau gestellt und präsentiert. Und hier haben wir, oder bei diesem Chassis handelt es sich jetzt um 150 PS, also schon der Twin Turbo, der nächstgrößere, mit fast 400 Newtonmeter Drehmoment und einem Automatikgetriebe. 6-Gang-Automatikschaltung. Genau, richtig. Die Außenmasse, ich habe es schon angeteasert, 6,22 Meter lang. Wie schaut es aus mit Breite und Höhe? Wir haben eine Breite von 1,98 und eine Höhe von 2,60 Meter. Und dann haben wir hier einen Querschläfer. Genau. Das gleiche Fahrzeug gibt es hier auf der anderen Seite. Sieht man das noch mal als Längsschläfer? Richtig. Da schauen wir nachher mal ganz kurz rein. Genau. Genau. Bleiben wir aber jetzt erstmal hier. Wir haben da oben eine Markise von Thule verbaut. Genau, 3,75 ist die lang und schön im Schwarz, also passend zum Rest des Fahrzeuges. Das Fahrzeug ist übrigens in mehreren Lackierungen erhältlich. Das sind jetzt nur ein paar dieser. Das wäre das Grau-Blau Metallic. Dann gibt es noch das Urban oder Steingrau, Urban Grey oder Steingrau. Das wäre auf der Seite. Korrekt, das wäre jetzt die Farbe. Das ist dann kein Metallic, sondern ein Unilack. Und aber hier die Unterschiede sind eben nochmal in der Beklebung. Wir haben bei den neuen Modellen einen matten Ton und eine andere, ja, wie nennt man das, Bestreifung. Ja. Und können wir uns das einmal anschauen, mit der geschlossenen Türe? Ja, richtig. Und auch eine andere Kontrastform. Also das heißt, wir haben ursprünglich im Vorjahresmodell mit einem Orangeton auf dem Blau und einem Orangeton auf dem Grau gearbeitet, ja, und sind jetzt hier mit jeweils ein bisschen dunkleren und auch dezenteren, ja, Farben weniger in diesem Jahr an den Start gegangen. Ich zeige noch ganz kurz das, ja, Orange einmal. So wird ihr das dann ausschauen. Genau. Hier kann man dann auch noch mit passenden Alufelgen arbeiten, die das Ganze dann auch noch mal ein bisschen abrunden. Wenn ich jetzt hier mir schwarze Felgen auf dem Auto vorstelle, zum Beispiel hier nebendran, dann meinst du, schaut das gut aus? Passt das schon, ja, genau. Müssen ja auch nicht so groß sein. Wir können da mit derselben Größe arbeiten, einfach nur, um das Auto ein bisschen optisch aufzupäppeln. Ja. Aber das ging auch, ja. Dann sehen wir da oben noch eine beleuchtete Regenrinne. Genau, wir haben quasi einen Ablauf, der ein bisschen das Regenwasser vor dem Abtropfen in den Innenraum schützen soll, oder auch eine Außenleuchte. Ja. Die kann ich von innen am Bedienpanel bedienen. Hier hinter versteckt sich der Stromanschluss, an dem wir uns auch Strom für die Tablets klauen. Mhm. Dann kommen wir schon zum Heck des Fahrzeugs. Genau, was man hier jetzt nicht sieht, aber vielleicht von der Seite auch nochmal gesehen hat, ist, dass wir hier auch mit Rahmenfenstern arbeiten. Keine aufgesetzten Fenster, das heißt, wir haben hier keinen oder kaum Windwiderstand und auch sehr gute Isolationswerte, verlieren hier auch, wenn wir heizen, keine, oder wenn man kühlt. Und es schaut auch einfach besser aus. Es sieht besser aus. Fenster schauen einfach, ja, viel besser aus. Ja. Ist auf jeden Fall ein Sicherheitsthema. Mhm. Aufgesetzte Fenster sind keine große Kunst, die zu umgehen, was ja kein unbedingt unwichtiges Thema ist aktuell. Ja. Ansonsten sind wir auf der Fahrerseite, da können wir jetzt nicht gut hin, weil da hört quasi die Empore der Halle auf. Wir sehen da einen Auspuff von der Dieselheizung. Genau. Die Kassette von der Toilette, also den Zugang dazu. Ja. Und den Füllstutzen vom Frischwassertank. Ja. Welches Volumen hat der Frischwassertank? Hier sprechen wir von 100-100. Also wir haben 100 Liter Frischwasser, 100 Liter Abwasser. Mhm. Generell, wenn wir auf die Tanks sprechen, haben wir hier sehr großzügig gestaltet, was das Leergewicht hergibt. Denn wir haben hier auch 105 Liter Dieseltank. Das heißt also, die Dieselheizung, wie schon erwähnt, speist sich jetzt hier aus 105 Liter Dieseltank ihren Kraftstoff und verbraucht im Schnitt, je nach Stufe, je nach Heizleistung, zwischen 0,2 und 0,5 Liter pro Stunde. Das heißt, ich kann hier auch im Winter, im Skiurlaub, schon sehr großzügig heizen und muss nicht ständig eine Gasflasche oder sowas wechseln. Ne? Ja. Thema Gasflasche gibt es aber hier auch zum Kochen. Ne? Klar, genau. Also die ist ausschließlich zum Kochen in dem Fahrzeug. Wir
haben jetzt hier ein Maß für eine 11 Kilo Flasche, beziehungsweise eine 11 Liter Flasche, aber theoretisch reicht auch eine kleinere. Ne? Eine 5, ja. Kann man auch sehr lange kochen, auch wenn es nur eine 5 Kilo Flasche wäre. Ja. Da kann ich den Platz noch nutzen, um hier Schuhe oder sonst irgendwelche Wasser, Gartenschläuche oder sowas noch mit einzupacken. Hier haben wir dann auch wieder Verzurösen im Laderaum und einen Außenduschanschluss, den wir hier sehen. Oh, schwierig. Genau, die Außendusche liegt immer mit bei, die haben wir gerade. Ja, aber nur Kaltwasser dann, oder? Das ist kalt und warm. Die ist mit an die, also die Heizung sitzt hier vorne. Wir sehen hier dieses Lüftungsgitter. Wenn wir beide Türen vorziehen, das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber kriegen wir hin. Müsste jetzt nicht zwangsläufig sein. Aber dann sehen wir da die Heizung und den Frostlöcher zum Beispiel. Ja, genau. Und hier auf der linken Seite, da war jetzt noch ein bisschen Stauraum. Genau, da kann ich dann noch mal ein paar Sachen einpacken. Ja. Stauraum haben wir auch auf, also wir können einmal kurz reinschauen. Ja. Und Stauraum haben wir auch auf der Beifahrerseite ein wenig. Genau, hier hinten haben wir dann, das ist der Stauraum für hinten und vorne dran in dem Fach ist auch noch etwas Platz, der allerdings auch vorgesehen wäre für die Erweiterung der Aufbaubatterie zum Beispiel. Also da ist schon die Elektrik, es wäre noch Platz für weitere Batterien oder ich nehme den Stauraum halt für was anderes. Und welche Batterie ist jetzt vom Werk aus dabei? Wir haben eine 80 Amperestunden AGM Batterie verbaut, können hier aber auch mit einer 100 Amperestunden oder 165 Amperestunden Lithium Batterie arbeiten. Ja. Und noch eine zweite dazu. Oder eine zweite, genau. Also man muss sich nicht an die 80 Amperestunden halten, sollte allerdings schauen, dass beide Batterien, wenn ich mehrere verbaue, dieselbe Leistung haben und auf jeden Fall dieselbe Art. Also AGM und Lithium ist nicht empfehlenswert. Ja, ja gut, aber das würde ich selber auch nicht machen, sondern einfach Also grundsätzlich, machen lassen. Theoretisch hätte man hier Platz für also mindestens zwei oder also mindestens eine Batterie, wenn ich darauf anlegen möchte, die maximale Autarkie auszunutzen, dann könnte ich schon theoretisch mit vier Batterien arbeiten. Brauche ich nicht. Wir haben in den Fahrzeugen einen Ladebooster schon mit verbaut. Das heißt, während der Fahrt würde die Batterie sowieso schon mitladen. Und wir verbauen hier auch in unseren vorkonfigurierten Fahrzeugen für 2024 ein 130 Watt Solarpanel, was ich auch erweitern ließe. Sehr gut. Okay. Dann haben wir hier oben noch einen Vorhang, wenn man vielleicht einen schönen Platz sich rausgesucht hat und mit dem Heck zum Meer steht. Ja, genau. Also wir haben hier die Möglichkeit, mit dem Vorhang zu verdunkeln. Wir haben allerdings, leider muss ich jetzt hier nochmal darauf ansprechen, dass wir hier von einem Prototyp sprechen. Ja. Wir können gerne bei einem anderen Fahrzeug nochmal ein Bild einblenden oder kurz zeigen, dass hier auch ein Rahmen verbaut ist mit einem Rollo und einem, also eher mit einem Verdunklungsrollo. Ja. Aufstellen kann ich diese Fenster leider nicht. Okay, die bleiben zu. Ja. Alles klar. Wir können aber jetzt mal rüberschauen. Jetzt haben wir uns hier das Bett schon mal so angeteasert. Das ist ein Querschläfer. Ja. Wir können zu dem anderen Fahrzeug kurz rüberschauen. Ja, genau. Dann haben wir nämlich einen Längsschläfer. Da kann man noch hinten durchladen, also größere Sachen. Richtig. Wir hätten jetzt mit dem Doppelbett auch die Möglichkeit, das rauszunehmen und da eine Durchladefläche zu gestalten. Das ist jetzt das Vorgängermodell, was es allerdings auch als 24er Modell dann in dem neuen Interieur geben wird. Mhm. Hier haben wir eben sehr lange Längsbetten. Also wir reden auf der Beifahrerseite von 2 Metern Länge und auf der Fahrerseite von 1,85 Länge oder Liegefläche. Wir können in der Mitte zusammenbauen. Das heißt, wir könnten hier bis zu der Dame quasi ein Doppelbett auch gestalten und haben hier allerdings den Vorteil, dass ich kein Bett rausnehmen müsste und auch die Matratzen nicht verstauen müsste. Ich kann diesen Gurt einfach nehmen und hier oben mit arretieren, sodass die Betten dann quasi in der Höhe an der Seite hängen. Jawohl. Hier eben auch, dann kann ich hier ein Fahrrad reinstellen, zum Beispiel. Oder zwei vielleicht so. Ja, ja. Okay, dann lass uns wieder, oder wir gehen jetzt in das andere Fahrzeug rein, würde ich vorschlagen. Oh, jetzt sitzen da Leute drin. Wir können vielleicht, weil ja gerade da Leute drin sind in dem Fahrzeug, uns sich das anschauen. Klar. Hier über das Bett einmal quatschen. Ja. Wie gesagt, ein Querbett, aber der schaut doch recht groß aus. Es ist, ist auch gar nicht so klein. Wir haben jetzt hier in der Breite bei diesem Fahrzeug, also wir haben 1,98 Außenfläche, wir haben innen also eine Liegebreite von 1,91 und in der Liegelänge in der Hinsicht, aber eine Fahrzeugbreite von 1,91 und eine Liegebreite von 1,50. 1,50, ja. Ja. 1,50 auf 1,90, das funktioniert für die meisten Leute, würde ich sagen. Da sieht man da oben noch Stauräume.
Genau, noch ein kleiner Kleiderschrank. Da sieht man auch vielleicht ganz leicht. Unten ist ein kleiner Bretteinsatz mit einem Loch. Schauen wir mal, ja. Den könnte ich rausnehmen, sowas wie ein offener Boden, um da Sakkos oder längere Kleider auch durchhängen lassen zu können. Also oben ist, ist eine Kleiderstange verbaut, oben im Schrank. Ja. Dann kann man das da hinhängen. Dann sehen wir auf der Seite auch noch eine Licht- bzw. Stromleiste, wo man Lichter oder USB-Steckdosen hinhängen kann, so viel wie halt hinpassen. Richtig, genau. Also eine ist schon da, ein USB-Anschluss in der Mitte. Mhm. Diese Lichter kann ich auf der Schiene natürlich bewegen, so wie ich möchte. Kann die auch miteinander austauschen und habe dann eben hier die beiden Stauräume und hier oben auch nochmal einen auf der Rückseite. Das schauen wir uns dann nachher von Ihnen vielleicht lieber an. Klar, ja. Wie schaut es denn aus? Das ist ja ein Prototyp. Wann kommt er denn auf den Markt? Wir können die Fahrzeuge noch bis April könnten wir sie liefern. Okay. Der Vorteil ist, dass wir aktuell hier Bestellungen entgegennehmen können nach Wunsch. Also hier muss man sich nicht festlegen auf irgendwas, was schon bestellt wurde. Mhm. Hier habe ich die Möglichkeit, mir ein Wunschkonzert zu basteln. Ja. Und es ist ja immer noch besetzt da drinnen, deswegen können wir vielleicht einmal über den Preis schon reden. Ja. Es gibt ein tolles Messeangebot hier. Genau, auch wieder ein Präsentationsangebot für die Stuttgarter Messe. Und wir haben hier einen Listenpreis von auch knapp unter 70.000 Euro. In der Basis, genau, in der Basiskonfiguration, denn wir sprechen ja bei dem ausgestellten Fahrzeug jetzt eben auch von Automatik und einem größeren Motor. Das heißt, hier ist der Listenpreis des ausgestellten Fahrzeuges nochmal ein bisschen höher. Wir reden im Schnitt von 4.000 Euro für den größeren Motor und die Automatik. Aber in der Regel sonst von 70.000 Euro Liste und einem Kaufpreis von 62.500 Euro. Also reden wir hier von knapp 7.500 Euro Rabatt. Jawohl. Gibt es jetzt nur zur Messe? Danach ist der Rabatt. Das gibt es nur zur Messe. Da gibt es nochmal ein kleines attraktives Finanzierungsangebot mit dazu, das ebenfalls von Messekonditionen betroffen ist, sodass ich mir das Auto schon ab 585 Euro pro Monat finanzieren kann. Ohne Anzahlung, ohne Schlussrate und mit der Möglichkeit, das jederzeit kostenfrei abzulösen oder sonderzutilgen. So, Wagen ist frei geworden und wir schauen uns jetzt einmal zuerst die Dinette an oder vielleicht zuerst das Cockpit von dem Renault. Renault Master ist das, richtig, oder? Genau. Renault Master, wo wir in wahrscheinlich, beziehungsweise vielleicht ist das das letzte Mal, dass wir den zusammen auf der CMT so sehen. Denn nächstes Jahr kommt nochmal ein komplett neuer raus. Mhm. Aber wir haben hier jetzt, ich habe mir vorhin schon kurz angesprochen, 150 PS und Automatik verbaut. Das Fahrzeug gibt es in Basismotorisierung mit 135 PS. Dann ist es gegenüber den Wohnmobilen oder den Alkoven und Teilintegrierten, denn Wohnmobile sind es ja eigentlich alle, kein Twin-Turbo in der Basis. Die 150 PS oder die 180 PS wären die nächstgrößere Motorisierung, sind beide Twin-Turbo. Und die beiden Twin-Turbo-Motoren, die gibt es optional entweder als Schalter oder als Automatik. Mhm. Ansonsten haben wir hier die Faltverdunklungsblisés noch mit im Fahrerhaus schon verbaut. Das sind die, die auch für alle anderen Fahrzeuge optional erhältlich sind. Also die werden seitlich in die Mitte gezogen und dort magnetisch genau, schon festgehalten. Richtig, ja? Also die werden vorne zusammengezogen und an den jeweiligen Türen einfach von quasi hinten nach vorne. Hier sind auch nichtsdestotrotz die Verdunklungsteile auch immer mit dabei. Okay. Die muss ich in dem Fall dann draußen montieren. Die brauche ich so oder so, um die Wärme oder Kälte dann mit abzuhalten. Die Verdunklungsrollos tun nur das, was sie sollen, verdunkeln. Ja. Ja. Also keine Wärmeisolierung. Genau. Oder Kälteisolierung, sondern nur dunkel. Nur dunkel. Dann haben wir zwei drehbare Sitze. Sportsitze sogar. Oh. Also gegenüber den Alkoven und Teilintegrierten sind das bei den Kastenwagen im Serienumfang schon Sportsitze. Mhm. Die erkenne ich beim Renault daran, dass sie zwei Armlehnen haben und ein wenig sportlicheres Design. Die haben darüber hinaus allerdings auch durchaus mehr Einstellungsmöglichkeiten. Also wir haben eine Aufblas- bzw. aufpumpbare Lordosenstütze hier drunter. Hier auch wieder die Luft ablassen kann. Kann den Sitz kippen, neigen, kann nur das untere Stück hier mit ausziehen. Wir haben hier einen Tisch, den kann man ausklappen hinter dem Netz. Genau, wir haben hier die Möglichkeit, den Platz ein wenig zu verbreitern oder erweitern. Hier unten auch nochmal mit einem kleinen Auszug und den Tisch können wir in der Schiene frei verschieben. Also ich muss den jetzt nicht hier hinten stehen lassen,
kann den auch ein bisschen weiter nach vorne stellen, wenn ich den Stuhl gedreht habe, oder ein bisschen weiter nach hinten. Ja. Und wenn man das Ganze ohne eine Kerze auf den Tisch macht, um die man sich Sorgen machen muss, dann ist es noch einfacher. Dann funktioniert das auch gut, okay. Dann haben wir hier noch zwei Sitzplätze, auf denen man auch mitfahren kann. Genau, beide mit Isofix. Mhm. Das heißt, hier hinten habe ich schon die Isofix-Arretierungen. Hier drunter befindet sich dann der Frischwassertank. Ja, da unten sehe ich noch ein Fach im Fußraum. Ja, da runter. Wir können noch gerne reinschauen. Ist allerdings nichts Spannendes. Nichts. Also man könnte hier natürlich schon ein paar Schuhe reinpassen, ja, Hausschuhe oder sonst was. Ja. Kann man auch gut unter die Sitze legen. Aber wir sehen hier die Druck- bzw. die Druckpumpe, Frischwasserpumpe für den Frischwassertank. Jawohl. Dann sehen wir über dem Netz wieder diese Stromleiste mit Licht und USB. Genau, hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, so wie im hinteren Teil, diese zu verschieben. Also ich löse quasi die beiden Teile und dann kann ich mir die nach links und rechts schieben oder die untereinander tauschen. Und eine Steckdose, oder? Ja, genau, drei sogar. Also wir haben hier eine 230 Volt Steckdose, eine 12 Volt Steckdose und die dritte wäre eben die USB-Steckdose. Ja. Dann lass uns noch einmal kurz in den Stauraum rumschauen. Dann machen wir dir nämlich die Netz ab die Hand. Ja. Genau. Da passt auch noch gut was rein. Ja. Ah ja, apropos Stauraum, habe ich gerade erst gesehen. Wir haben auch sorry. Über die Netz auch noch, über den Cockpit auch noch diesen Stauraum für die Jacken. Zum Beispiel, genau. Oder die Matten, die liegen hier auch immer. Mhm. Verstauen wir dort auch immer mit, die Aluminiummatten für die Windschutzscheibe. Ansonsten, wenn wir bei Steckdosen waren, haben wir hier auch nochmal die zweite 230 Volt Steckdose, Lichtschalter und die Bedienung der Trittstufe. Die ist ebenfalls von Lippert sowie ja, wahrscheinlich knapp 90% auf diesem Markt. Ja. Und hier ein kleines ja, Schuhfach, Flaschenfach, ein Fach. Ja, ein Staufach. Ja. Ja, ansonsten hier oben noch, was sehr unscheinbar ist, haben wir noch eine Erweiterung der Arbeitsplatte oder des Arbeitsfeldes. Ja, die ist auch notwendig, weil sonst hat man nicht so viel Schnippelfläche. Vor allem, wenn ich hier sowieso schon mit arbeite. Ne? Also ich habe hier natürlich sehr viele Möglichkeiten, denn in den Fahrzeugen wird erfahrungsgemäß relativ selten gekocht und auch relativ selten irgendwas gespült. Deswegen lassen sich hier die beiden Fächer auch gut als Ablagen nutzen. Ja. Allerdings sollte ich die dann doch schon mal verwenden, dann ist mir hier die zusätzliche Arbeitsfläche auf jeden Fall viel wert. Gekocht wird ja mit Gas, das haben wir schon besprochen. Genau. 11 Kilo Gasflasche, Piezo-Zündung hat man hier gerade gelesen. Ja. Wir haben ein kleines Spülbecken, das reicht aber aus, um Teller und kleine Töpfe zu waschen. Ja. Gar kein Problem. Da oben noch ein Gewürzregal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Mhm. Dann haben wir da bestimmt, da ist auch noch mal so eine Leiste. Ja, nee, aber ansonsten weitere Steckdosen genau. Wären kein Problem. Also eine 230 Volt Steckdose kriege ich nur schwer hier noch mit dran. Genau. Aber da wäre keine für die Kaffeemaschine, oder? Die fehlt mir jetzt. Ja gut, nur jetzt die an der Seite theoretisch, ne, die hier unten. Ach, da unten, stimmt, aber da ist eine Steckdose, ja. Genau, also könnte man je nach Belieben auch noch irgendwo anders hin mitlegen. Ja. Ja, ich könnte die auch noch mit hier hinten an den Block machen, sodass ich das Kabel dann eben hier mit anschließe. Die Tür, wenn ich die schließe, die würde dem Kabel nichts tun. Ich habe hier noch genug Platz. Ja. Aber das kriegt man hin. Dann noch ein bisschen Stauraum über die Kochfläche. Ja, hier auch noch mal zwei Schränke. Ja. Teller müssen dann Sachen. Wahrscheinlich dann eher unten. Richtig, Platz genau. Finden. Und Töpfe. Genau, da haben wir hier auch noch mal die beiden Fächer. Hier ein wenig abgeschnitten, weil wir hier die Rückseite vom Herd natürlich drunter haben. Also hier einmal ein Besteckfach und dann hier aber zwei vollwertige Staufächer für ja, Geschirr ja. Oder generell Küchenutensilien. Mhm. Dann sehe ich hier auf der Seite noch einen großen Spiegel, wo man sich selber bewundern kann, ja. Den ganzen Tag. Genau. Ja. Und oder andere. Oder andere, ja. Ja, ich sehe dich zum Beispiel. Ja, stimmt. So, was haben wir noch? Soll ich mal rüber wandern? Gerne, ja. Wir haben hier einen riesen Kühlschrank hier. Genau, wir haben hier quasi auch Premiere in diesem Fahrzeug oder in unseren Kastenwagen einen 138 Liter Kompressor-Kühlschrank von Dometic.
Ein großer Kühlschrank war auch etwas, was in den Kastenwagen bei uns sehr gefragt war, weil der zwar trotz seiner knapp 100 Liter immer noch ein wenig klein erschien. Und hier vermisse ich nichts. Also es ist vergleichbar auch mit den Fahrzeugen, die über 6 Meter lang sind oder auch teilintegriert oder Alkoven. Jawohl. Vom Platzangebot. Aber das Fahrzeug ist ja auch 6 Meter lang, also 6,22. 6,22 lang, aber da differenziert man dann schon nochmal zwischen einem sehr breiten und sehr hohen Wohnmobil oder Alkoven oder teilintegrierten in ja, dem klar. Fall ja, ja. Oder dann im Kasten, ne, der ja. nochmal ein bisschen schmaler ist. Für einen Kastenwagen ein sehr, sehr großer Kühlschrank, ja, ja. kann man so sagen. Dann schauen wir uns einmal das Bett noch an. Über die Maße haben wir bereits gesprochen. Genau, haben wir 1,50 mal 1,90. Ich zeige einmal noch die Staufächer hier oben. So schaut das aus. Wir haben hier auf der Beifahrerseite 2 Schränke und einen größeren auf der Fahrerseite und eben den angesprochenen Kleiderschrank auf der Seite, wo man den Boden rausnehmen kann. Und da ist der Beweis dazu. Ja, bleibt noch das Bad übrig. Mein Versteck. Ja. Genau. Daran konnte man schon erkennen, dass es sich auch relativ großzügig gestaltet, sodass man da ganz locker reinpasst. Also es ist kein enges, kleines Bad. Wie ja, zum Beispiel bei den Vorgängern. Hier haben wir die Möglichkeit, dadurch, dass wir jetzt ein Querbett im Heck haben, was natürlich ein wenig schmaler ist als ein Einzelbett, nämlich jetzt auf der Seite knapp 30 cm oder 35 cm, die wir hier dann in der Nasszelle eben gewinnen. So. Ja. Da gewinne ich eine sehr, sehr große Dusche. Und wenn man die Klappe öffnet, ja. dann hat, kommt man auf den Zugang genau, zu der Toilette. Genau, also wir haben hier nur eine magnetische Wand. So eine schwenkbare und können dann hier auch an die Toilette. Ja, die ist drehbar, die muss man ja auch drehen. Sonst genau, die muss man drehen, sonst geht diese Tür nicht auf. Und wir haben darüber, weiß nicht, kommst du an den Druckkopf, an den schwarzen? Ich versuch's mal. Genau, haben wir das Waschbecken. Ja. Ja, ist immer eine super Lösung, finde ich, wenn man das Waschbecken so wegklappen kann, weil wie oft nicht. Brauchst du das? Also brauchst ja, du genau. irgendwie paar Mal am Tag, ansonsten ja. brauchst du das ja gar nicht. Genau. Du hast hier dafür umso mehr Raum. Hier kommt Klopapier noch hin. Zum Beispiel, oder Handtuchhalter. Glaub, oder links, so, ja. Links ist auch noch mal einer. Also an der anderen, an der Duschseite ist auch noch mal ein Halter. Ja, so ein Kleiderhaken, genau. Der Handtuchhaken. Ja. Und somit haben wir eigentlich, jetzt glaube ich, das Fahrzeug komplett gezeigt. Wir sehen noch ein Heki hier. Genau, wir haben jetzt hier hinten ein kleines, das ist nur unsere Messebeleuchtung drin, damit es hier noch ein bisschen heller ist. Mhm. Und also ein kleines, ein 40x40 und vorne ein 60x40 Heki. Jawohl, somit haben wir, glaube ich, jetzt das Fahrzeug komplett gezeigt. Ja. Sollte jemandem noch was fehlen, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wir ja, versuchen gerne. Das dann zu beantworten. Ja, und ansonsten sage ich Daniel, vielen Dank für die Führung. Danke, hat mich gefreut. Interessantes ja. Fahrzeug. Super. Dann wünsche ich noch eine gute Messe. Danke gleichfalls. Viel Danke. Spaß. Ciao. Ciao, ciao.